Frau Landtagsabgeordnete, bei dem Wirtschaftskammerempfang heute kam natürlich auch zur Sprache Verhältnis Wirtschaft und Politik. Ist das in Niederösterreich anders, weil es hier eigentlich sehr gut läuft? Das Verhältnis Politik zur Wirtschaft ist ein sehr gutes Verhältnis, ist auch notwendig, denn der Slogan ist zwar sehr alt, aber er ist noch immer richtig. Ohne Wirtschaft läuft es nicht. Wenn der Wirtschaft gut geht, dann geht es uns allen gut. Wir brauchen eine florierende Wirtschaft, viele gute Unternehmen, die auch Steuern zahlen, und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Erwerbsprozess stehen, damit auch ihre Lohnsteuerabgaben leisten, damit wir auf der anderen Seite Geld haben für Gesundheit, für Soziales. Mehr als 50% des niederösterreichischen Landesbudgets gehen in diese Bereiche und die setzen eine florierende Wirtschaft und entsprechende Steuereinnahmen voraus. Daher muss es im Interesse des Landes sein, zum einen den Menschen Arbeit zu geben. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Das wollen die Leute, das zeigen uns auch alle Umfragen, dass die Sicherung der Arbeitsplätze auch hier in der Region den Menschen ein großes, das größte Anliegen ist. Aber auf der umgekehrten Seite sichern uns die Steuereinnahmen auch im Sozialbereich unsere Leistungen. Sie haben allerdings natürlich auch eine Kritik angebracht, was die Politik betrifft. Ich glaube, wir haben doch in vielen Bereichen zu viel Bürokratie. Die Unternehmer sind in Zeiten wie diesen sehr gefordert. Der Wettbewerb ist hart. Es gilt, sich täglich anzustrengen, nachzudenken über innovative Produkte, über innovative Dienstleistungen. Und das erfordert die ganze Kraft. Und die bürokratischen Dinge werden immer mehr. Die Listen, die zum Ausfüllen sind, die Prüfzeugnisse, die abzugeben sind, ständig kommen neue Überprüfungen in den Betrieb, wo man sich widmen muss. Das kostet Geld, das kostet Zeit, das ist zu viel. Wir müssen da schlanker werden, es muss einfacher werden. Keine Frage, es müssen da und dort Prüfungen sein, aber nicht so viele als jetzt. Und da gilt es wirklich abzubauen, weniger Verordnungen, weniger Gesetze. Die Unternehmer brauchen freie Hände zum Arbeiten. Einen interessanten Vorschlag haben wir heute gehört vom Dr. Ludwig von UMDASCH. Er hat vorgeschlagen, jeden Tag eine Verordnung und ein Gesetz einfach zu löschen. Das ist ein sehr groß gestecktes oder sehr hoch gestecktes Ziel. Aber wenn es uns gelingt, die Wirtschaftskammer hat jetzt vorgenommen, 30 besondere bürokratische Hürden für das heurige Jahr sich vorzunehmen, wo man hier wirklich Veränderungen durchführt, Schritt für Schritt. Und vor allem sehr darauf zu achten, dass nicht ständig neue Verordnungen auch entstehen. Ich habe mich immer bemüht, als Vertreterin der Wirtschaft im Landtag, in den Landesgesetzen, sehr darauf zu achten. Ich bin da schon bekannt, auch in meinem Landtagsclub, dass ich eine bin, die sich da sehr laut zu Wort meldet, weil ich weiß, wie mühsam das ist für Unternehmer, hier diesen bürokratischen Auflagen nachzukommen. Und ich hoffe, dass wir da auch auf Bundesebene noch mehr weiterbringen.